Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit zu den 10. FC News mit heute wieder 3 Punkten, wo wir drüber sprechen möchten. Ich denke, von hoch und tief ist da auf jeden Fall alles dabei und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Positiven an und hierbei geht es um Emin Kujovic. Ja, unser Nachwuchsspieler aus der U19, 18 Jahre jung, 1,90 Meter groß, spielt für die U19 von Montenegro, hat aber auch bosnische Wurzeln, ist Sechser, gehörte ja zu der U19-Pokalsiegermannschaft jetzt in der abgelaufenen Saison, hat da einen sehr guten Job gemacht, kam in der ganzen Saison, wenn man alle Spiele nimmt, auf 22 Einsätze, wo er 3 Tore erzielte und 2 weitere vorbereitete. Ja, ist mit 1,90 Meter natürlich Gardemaß. Für sein noch junges Alter, ist auch sehr flexibel, ist auf der 6 zu Hause, kann aber auch auf der 8 und auf der Innenverteidigerposition spielen. Ja, und der FC verlängert jetzt nun langfristig mit ihm. Langfristig, ja, steht nirgendwo genau wie lange. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es mindestens bis 2026 der Fall ist. Und er soll mit seinen 18 Jahren nun eben in der kommenden Saison dann bei der U21 spielen, um da schon mal wieder einen Step zu machen, ein bisschen höheres Niveau und soll dann mit Trainingseinheiten und auf lange Sicht an die Profis herangeführt werden. Ich meine, ja, das hört man auch bei Deal oder Downs, da ist bisher dann leider auch noch nichts ganz Entscheidendes passiert. Allerdings sagt man das zumindest und diese Verlängerung fand jetzt statt, deswegen denke ich, sollte man da schon drüber sprechen. Ich denke, er ist ein interessanter Junge, gerade auf der 6 haben wir ja zumindest aktuell ein Loch und es ist in jedem Fall so, dass man natürlich auch nicht weiß, wie weit Ewig und Erik Martell dann auch noch beim FC bleiben wird. Ich denke, da wird dann eventuell auch in Zukunft dann irgendwann mal hoffentlich ein gutes Angebot finanziell für den Verein kommen. Ja, da könnte man dann vielleicht sich auch mal wieder aus der Jugend bedienen, als dann immer nur auswärts jemanden zu holen. Aber wir werden die Entwicklung sehen, wie die Entwicklung für den Jungen weitergeht. Ich freue mich erstmal für ihn, dass es schon mal ein Step weiter in die U21 geht. Wie es ja beispielsweise auch mit Elias Bakatukanda zum Beispiel auch sein soll in der kommenden Saison. Ja, und dann werden wir sehen, wie die Jungs sich da in jedem Fall weiterentwickeln. Freunde, wir kommen zu Punkt Nummer 2. Ja, und das ist dann doch eher bitter. Und zwar geht es um Jan Thielmann. Ja, Jan Thielmann, einer von 3 FC-Spielern, die jetzt bei der U21-Europameisterschaft dabei sein sollten. Ja, allerdings gab es mal wieder leider eine Verletzung, Thielmann musste abreisen. Aktuell kann man noch nicht genau sagen, was es genau ist und wie lange er ausfällt. Es wird allerdings vermutet, dass es sich wieder um eine Muskelverletzung handelt. Ihr wisst es, er fiel jetzt in der Saison 3-mal lange aus in der abgelaufenen Saison und davon waren, ich glaube, 2 auch Muskelverletzungen. Ja, ist sehr schade, ist natürlich noch lange nicht so weit wie mein Beispiel, was jetzt kommt, aber ist irgendwie schon so ein bisschen Marco Reus-Vibes. Immer wenn der Junge wieder da ist und man denkt, er kann dem Spiel jetzt was geben, kann der Mannschaft weiterhelfen und sich natürlich auch dadurch persönlich weiterentwickeln, gibt es einen Rückschlag für den Jungen. Ich denke, dass dieses Turnier ihm Erfahrungswerte hätte geben können und dann vielleicht auch Erfolgserlebnis, je nachdem, wie weit man da gekommen wäre. Ja, so ist es wieder ein Rückschlag. Sehr, sehr schade für Jan Thielmann. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht zu lange ist, dass er zumindest dann im zweiten Trainingslager spätestens dann auch dabei ist, um der Mannschaft weiterzuhelfen und dann auch persönlich für sich sich weiterzuentwickeln und dann auch gesund zu bleiben. Ja, sehr, sehr bitter. So sehen wir jetzt Erik Martell und Hussein Basic noch bei der U21-EM. Müssen den beiden Jungs die Daumen drücken, um dann zu hoffen, dass wir da im besten Fall ja, mit dem EM-Titel back-to-back nach Hause kommen. Ja, Freunde, Punkt Nummer 3 in diesem Video. Ich habe ja jetzt schon 2-mal gesprochen über ihn, aber auch heute ist er nochmal Thema, Luca Waldschmidt. Ja, ihr wisst es, Luca Waldschmidt verpflichtet vom VfL Wolfsburg mit einer Leihe. Ich hatte ja berichtet, es soll eine Kaufoption geben. Sollte diese Kaufoption gezogen werden, dann würde der Mann einen 3-Jahres-Vertrag beim FC erhalten. Ja, die Ablöse, die war noch nicht so fix, also
Keiner hat darüber berichtet, wie viel es war. Ich habe ja in den vergangenen Videos gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass eine Ablöse ungefähr bei Marktwerthöhe, vielleicht ein bisschen darunter. Ich hatte 2,5 bis 3 Millionen gesagt. Jetzt laut der Sportbild sollen es sogar 4 Millionen sein, wo ich dann sage, boah, das ist schon gerade für einen FC schon eine Menge Holz. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Mann dann nach der Leihe 28 wäre. 4 Millionen für einen 28-Jährigen, ich weiß es nicht. Also ich habe beim letzten Mal gesagt, ich halte die Weiterverkaufschance für jetzt nicht so mega krass höher als die Ablöse, die man dann zahlt. Viele haben gesagt, Fabio, du kannst ja doch mit 29, 30 immer noch verkaufen. Kannst du auch. Ich sage ja nicht, dass der dann keinen Markt mehr hätte. Ich sage nur, dass man da jetzt nicht ganz entscheidend mehr Geld rausholen könnte. Also ich glaube nicht, dass dann, wenn man die Kaufoption zieht und er noch ein Jahr in Köln spielt, dass dann, wenn er 29 ist, ein Verein kommt und sagt, wir geben euch hier 8 bis 10 Millionen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Abgesehen von meiner persönlichen Meinung über ihn, ja, finde ich schon ein bisschen hoch die Summe, aber gut. Wie ich schon gesagt habe, ich werde ihm auf jeden Fall 100%, ganz abgesehen von meiner Meinung, eine 100% faire Chance geben. Habe ich ja bei Selke auch gemacht, da wurde ich nicht enttäuscht. Ich hoffe, dass ich diesmal auch nicht enttäuscht werde. Es ist natürlich dann interessant zu sehen, wie und ob und wo Hussein Basic dann spielt. Dann, wenn Marc Uth fit wird, wer spielt dann auf der 10? Ja, Kainz geht dann wieder auf die Flügel, maybe. Also alles Fragen, wo man dann schon sagen kann, da kann man sehr gespannt sein, wie Steffen Baumgart die alle dann beantworten wird. Aber gut, ich hoffe, dass die Kaufoption sich dann lohnen wird, sollte sie gezogen werden. Ich hoffe, dass er auch natürlich in erster Linie gesund bleibt und dann nicht so einen Werdegang hat, wie leider lang Jan Thielmann jetzt zuletzt. Aber gut, wir werden sehen. Bin gespannt, wie ihr es seht. Schreibt mir eure Meinung unten rein. Findet ihr die Höhe der Kaufoption für Waldschmidt in Ordnung? Was sagt ihr zu Jan Thielmann? Und wie bewertet ihr persönlich die Verlängerung mit Emin Kujovic? Hättet ihr auch mit ihm verlängert? Traut ihr ihm sogar den großen Sprung zu den Profis eines Tages zu? Und wie bewertet ihr seine Leistung in dieser Saison? Habt ihr vielleicht auch die U19-Spiele gesehen? Ist er für euch da rausgestochen oder nicht? Könnt ihr was zu ihm sagen? Schreibt es alles unten rein. Würde mich natürlich wie immer sehr über eure Meinung freuen. Auch wie immer über einen Daumen nach oben, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao. Fearless.